Ich wähle dich, Bisasam! Ich habe niemanden da. Aber... Aloha! Ja, wir spielen heute mit dem Kev den Pixelmon-Mod. Ja, ja, und auf Kevs Kanal auf jeden Fall die Serie anschauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Er hat schon da mit anderen YouTubern gemacht, zum Beispiel Nodop oder DomsePlay. Auf jeden Fall lohnt sich da reinzuschauen. Und jetzt sind wir an der Reihe. Wir zocken heute Pokémon. Ja, der Kev hat mich gefragt und da habe ich natürlich gedacht, wen muss ich einladen? Die Pokémon-Meisterin, denn die Katie hier. Ich wollte euch meine Pokémon zeigen, aber irgendwie finde ich gerade das Aufladekabel nicht. Und zwar, pass auf, ich habe auf Pokémon Saphir Edition alle Pokémon, alle. Echt? Ja, alle. Und ich habe 15 Pokémon auf Level 100. Boah. Und ich habe das Rayquaza in Schwarz. Da sieht man mal wieder, dass Frauen keine Hobbys haben. Also zurück in die Küche. So, nein. Wir wollten euch jetzt einfach mal am Anfang noch mitnehmen, wie wir unser Start-Pokémon nehmen. Ja. Und dann gibt es einen kurzen Cut. Und wir müssen noch dem Felix danken. Ja, also. Ich hatte ja einen Mac. Genau, wir zeigen ihn ganz kurz hoch. Nein. Doch, wir zeigen ihn hoch. Da ist der Mac. Oh, Apfel der Hölle. Pass auf. Die Katie hat einen Mac und auf dem Mac das Ganze zu installieren, wenn man es nur auf Windows hat, ist die Hölle, weil man keine Ahnung davon hat. Und Katie hat ja keine Ahnung, weil die spielt ja nicht so auf Minecraft. Und ich habe keine Ahnung, weil ich keinen Mac habe. Das heißt, wir mussten jemanden finden, der Ahnung hat. Und das war Felix Hardy Games. Felix Hardy Games. Also bei mir in der Beschreibung ist jetzt finden. Aber dann hat so lange gedauert, dann habe ich so ein YouTube-Tutorial angeschaut und habe noch was gefunden. Dann haben wir so alles zusammen gemacht. Ja, und hat Katie es wirklich. Die hat ich habe es dann alleine geschafft. Ja, also ohne Felix Hilfe auch nicht, weil der hat ja gesagt, du musst den Zip ändern und so. Ja, aber das habe ich ja dann gar nicht mehr benutzt. Ich habe die Zip gar nicht. Aber egal, wir haben es zusammen. Im Endeffekt war geil, also nochmal danke an Felix, gute Katie und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich nehme als Start-Pokémon, also es ist auf Englisch, das ist Bisasam. Wir verlinken das, falls ihr auch einen Mac habt. Genau, Bisasam, Shiggy, Glumanda und Evoli. Ich nehme Bisasam als grünes Ungeheuer, du musst natürlich auch ein grünes Pokémon nehmen. Ja, du musst aber... Die Maus kannst du nicht nehmen, weil du hast kein Mauspad. Hier soll ich mit dem Touchpad spielen? Du musst ein Mauspad haben, oder? Mit dem Touchpad spielen. Das funktioniert nicht wirklich. Ich habe gesagt, der schminkt sich, funktioniert nicht. Also... Auf jeden Fall, ich nehme jetzt Bisasam. Was nimmst du, Katie? Ich muss doch was für mein... Oh, du bist echt so... Ich muss auch gerade was dafür suchen. Gut, dann werden wir gleich sehen, wenn die Katie ihr Pokémon ausgesucht hat. Bis gleich, Leute. Aloha und seid herzlich willkommen zu einem weiteren fantastischen Teil der Pokémon Together Show. Und wow, ihr seht es schon, wir sind dieses Mal zu dritt und zwar mit dem Simon und der Katie. Hallo! Okay. Und ja, es ist geil. Ja, ich freue mich auch und ich will jetzt euch natürlich gleich auch besiegen. Deswegen, Komm, schnapp's. Ja, Kev, erzähl mal schnell was über den Ablauf für die Zuschauer. Was ihr bei mir noch nicht gesehen habt, ist, die Katie ist der mieseste Pokémon-Crack. Die hat ja, ich weiß nicht, welche Version war das? Saphir. Und da hat sie alles noch so viel. Und ich habe ein schwarzes Rayquaza. ihr hört es. Okay, eigentlich ist es schon GG, Simon, aber wir versuchen es trotzdem. Ja, aber ich habe das seit 5 Jahren oder so nicht mehr gespielt. Ne? Die 9 habe ich nicht mehr gehabt. Ja, passt schon. Also auf jeden Fall spielen wir hier, für alle, die es noch nicht wissen, den Pixelmon-Mod für Minecraft. Und das im Multiplayer ist ein bisschen schwierig, das zu konfigurieren, aber das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Falls jemand von euch Probleme hat, das zu konfigurieren, dann schaut bei Katie nach. Die hat das supi hingekriegt, ist der Baba. Wir schreiben das in die Infobox. Ich mache dir eine schöne Anleitung. Genau, fantastisch. Und ansonsten kann man hier mit Pokebällen ganz normal 3D-Pokémon in einer Welt fangen oder kämpft gegen sie und das im Gameboy-Look. Und ich habe mir meinen Bisasam gewählt. Ich wähle dich, Bisasam! Ich hab niemanden da. Aber... Hallo, Bisasam! Guck mal hier, das Baby. Wie schneiden wir bei dir dann eigentlich zusammen? Ey. Das wird schon. Okay. Wie du machst einfach einen Schnitt und dann zeigen wir, welche Pokémon wir gewählt haben. Ja. So, soll ich mal meinen Glumanda raushauen? Ja, hau mal den Glumanda raus. Aber weißt du, bei mir ist das Problem, ich habe ja keine Ahnung von Minecraft, das heißt wahrscheinlich... Drück LP. Hab ich ja schon. Glumanda! Ey, das sieht so geil aus. Glumanda sieht echt süß aus, aber mein Bisasam ist der Top. Aber ich kann dich einflammen. Warte, so ist es. Genau, ich werde so spielen, weil ich ja schon meins ist Level 11, das seht ihr, das würde euch alle besiegen. Ich fange mir damit jetzt einfach ein erstes Pokémon, das heißt ein Level 5er oder so. Mhm. Und dann tue ich mein altes weg und fange dann so wie ihr mit einem Level 5er an, weil ich habe halt schon Bisasam, das habe ich denn alles in der Box schon drin. Mein Commander heißt Luandi. Ich hab Chunk-Loading-Probleme, immer wenn du die Tür öffnest. Immer wenn du die Tür öffnest, dann sehe ich ihn durch den Boden durch.
Der Mod ist wirklich komplex und auch noch in der Beta-Phase, also einige Sachen werden noch behoben. Achso, ich würde sagen, ich laufe mit euch rum und wir fangen erstmal zusammen die ersten Pokémon. Ja gut, Katie, komm mit uns. Warte. Oder macht Katie auf eigene Faust. Oder ich würde sagen, wir folgen Katie mal, bevor die auch verloren geht. Hallo. Wo ist die denn? Ja, keine Ahnung. Komm doch schon wieder zurück. Die ist hinten bei deinem Feld. Ich komm nicht mehr. Hier ist Gordon, Level 11. Oh, oh. Hi, Gordon. Hallo, Mr. Freeman. Nee, da ist Nebulak. Der hat einen Pikachu hinten auf seinem. Der hat einen Pikachu hinten auf seinem. Wie sehe ich denn, was für ein Level das ist? Ach, 11. Wir müssen da rangehen, der ist 11. Der ist ein bisschen zu hoch. Also müssen wir erstmal schwache Pokémon suchen. Das dauert am Anfang ein wenig, aber. Da ist Nebulak. Ja, aber es ist Level 11. Oh, das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Oh, ein Mankey Level 16. Das würde mich in der Luft zerfetzen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ah, da vorne. Ich komme. Mankey Level 18. What the fuck? Wie sind die hier so hoch? Moin. Falls ihr ein bisschen so ein Rauschen hört, das ist Katies Laptop, weil. Sie hat halt ein MacBook und das ist nicht zum Zocken ausgelegt, aber sie versucht ja einfach jetzt alles, was geht, rauszuholen aus ihrem okay, Level Laptop. Okay, Level 9, okay, bleib mal kurz stehen, Katie. Ah, ich habe mich verloren. Ich hab einen Bisasam gefunden, alle 14. Wirklich? Ja. Okay, dann bleib mal kurz stehen, ich versuche das einfach mal zu fangen gleich. Oder? Ich bin in einem Kampf! Oh nein! Ich bin in einem 26er im Kampf! Kevin, kannst du mich retten oder so? Nein, die initiaten eine Battle, das heißt, du musst dich töten lassen und dann wieder im Pokercenter heilen. Dann kannst du das noch kann ich auch zeigen. Flüchten oder so? Du kannst versuchen zu runnen, wie im Gameboy, aber waiting, ob das klappt, waiting. Das ist... Okay, Kevin, nein, schau mal hier, Puck, also du kannst entweder im Kampf gegen das Bisasam kämpfen oder ich mache jetzt einfach mal so rechts. Ja, du kannst doch heilen! Ist doch nicht schlimm, wenn was stirbt. Oh nein, er hat mich richtig genatzt. Katie, siehst du das? Zeig mal, was hier abgeht. Genau, also ich kann auf jeden Fall. Ich hau abhauen. Ich geh nochmal. Auf jeden Fall, mit Rechtsklick habe ich das jetzt abgeworfen. Mhm. Und siehst du, dass der ist in den Pokéball reingegangen, aber wieder ausgebrochen. Also, ja, du musst ja erstmal angreifen, ne? Ja, deswegen, ja. Also so ist halt die Wahrscheinlichkeit klein. Aber das ist halt viel zu stark für mich. Und dann, ich habe ja ein Level 11 gegen. Warte, ich versuche es mal. Mach mal Glut. Komm, schnapp sie dir. Ja, 50% der Leben abgezogen. Gleich ja, weil ich der Pflanze, ne? Du hast ja Vorteil. Genau. Jetzt Pokéball. Ich nehme mal den Love Ball. Nee, Great Ball. Komm, Superball. Attacke. Was fängt der jetzt? Das ist dieser Samen. Hab ich's? Ist es schon im Pokéball drin? Es kommt nicht mehr raus. Nein, ist wieder raus. Nein. Okay, ich komm schnell zu euch. Okay, also ich verschwende meine Pokébälle nicht, weil wir haben ja nur eine limitierte Anzahl an Pokébällen. Und es ist sau schwer, die zu craften, ne? So ist es. Also es ist relativ komplex, sie zu craften, erfordert auch viele Ressourcen. Und ja, wenn ihr einfach das sehen wollt, schaut einfach in der Mega-Folge die Zwischenfolgen bei den Gästen immer 1-2 Stunden lang, da mache ich alles. Also da gibt es echt viel. Das Einzige, was es noch nicht gibt, ist die Tauschstation. Die ist noch... In Pummelhof, aber das ist Level 11. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Sag mal bitte, wo seid ihr? Du kannst dich auch zu mir porten. Sag mal einfach die Koordinaten, ich komm schon. Shit. Ich hab Katie auch verloren. Das hat sich gerade teleportiert, Scheißding. Achso, und Abra teleportiert sich natürlich weg. Ja, schon klar. Ich hab Katie verloren. Und oh, meine Koordinaten sind 870 minus... Ja, ich mach hier gerade Business, okay? Katie macht Business, okay. Oh, ich hab einen Hornlio gefunden. Und das Level 6. Jetzt, Netball. Okay, dann versuch... Oh, ich hab ein Smetbo. Hier ist ein Smetbo. Oh mein... Ja. Level 15, nee, ist mir zu stark. Level 6. Hab ich das ein wildes Taubsi, Level 3. Scheiße, ich wurde gerade angegriffen. Von wem? Ah, Level 17? Okay. Ich hab hier ein Level... Ah, Mist. Ich hab einen Hornlio gefangen. Wow. Oh, nice. Ich greife jetzt ein Taubsi Level 3 an. Zack. Wie kann ich denn bestätigen? Guck mal, was muss ich hier drücken? Was muss ich hier drücken, um zu bestätigen? Hallo. Was denn? Ja, was muss ich denn drücken? Du schubst mich mega an. Bist du jetzt geflüchtet? Nee. Ich wurde getötet. Musst zum Pokémon Center zurück. Oh nein, das finde ich doch nie wieder. Soll ich dich porten? Ja. Ey, ich kann nicht das wilde Taubsi angreifen. Wie mache ich das? Du musst es mit P mit deinem Pokéball abwerfen. Ja, aber es ist ja Luft. Wie soll ich das sagen? Heißt denn der TP-Befehl zum... Hast du einen TP-Befehl zum Pokécenter? Nein. Das ist ja ein... Ah! Wurde angegriffen. Von irgendwas? Ach. Ich will... Mann, Taubsi! Wieso greift mich ein Bibor an? Jetzt ich wurde eben auch schon Bibor angegriffen und vernichtet. Voll aggressiv, aber ich habe ein Feuer-Pokémon. Ah. Okay, das Bibor, das Taubsi, das kriege ich irgendwie nicht richtig angegriffen. Und ja, bei mir. Dann hast du halt Pech, ne? Bei mir flackert so ein bisschen die Welt. Ja, dann hast du halt Pech eigentlich. Like a Chunk-Failer. Ja, das ist leider der Mod. Ich bräuchte auch die Minimap. Ich porte dich jetzt einfach. Bringt überhaupt nichts, okay. Die Minimap. Du kannst dir die Koordinaten aufschreiben. Also, ich habe mir einen Wegpunkt gemacht, deswegen sehe ich es ganz gut. Da ist so ein Baby. So ein Baby-Dingens. Level? Du musst schon mal an die Seite gehen. So, jetzt bist du wieder. Oh Gott, Level 11 und dann kannst du wieder weg.
Katie, willst du schon mein schönes Pokémon sehen, das ich gefangen habe? Ja, ja, zeig mir mal. Ich lade gerade meins wieder auf. Hier, warte, ich zeig's dir. Wie bist du zum Pokécenter gekommen? Bist du gelaufen, oder? Ja, ich habe hier einen Wegpunkt, also ich kann dich gerne mal vorne. Guck hier! Hast du es bei dir auch immer so, wenn du rumläufst, dass da ein bisschen so die Welt buggt? Nee, das ist dann hier. Oh! Ey, guck mal, wie süß das so aussieht. Das ist richtig süß. Ja, das ist echt süß. Ich sehe es ja gerade, Katie sitzt daneben mir. Es verfolgt dich! Okay, jetzt tue ich mein Feuer-Pokémon weg und fange mit Hornio an. Ey, das geilste Pokémon, wenn man anfangen kann, wirklich. Das Geile ist, der Mond ist so ein, ist so ein Lunastein. Nupsi. Guck mal, der Mond, der ist ein Pokémon. Weißt du vor allem, was das Geilste ist? Ich habe nur eine Schadensattacke, das ist Giftstachel und die zweite ist Fadenschuss. Level 2, Taubsi. Okay. Ey, aber ja, das kannst du doch besiegen. Ja, aber ich kann die nicht angreifen, weil ich versuche jetzt, das Taubsi abzuwerfen. Du kannst doch einfach versuchen, mal ein Pokémon einfach so mit dem Pokéball zu fangen. What? Ein Duflor? Einfach so? Nee, einfach schwänge ich mein Pokéball, das mache ich nicht. Ja, du hast ja so viele und ich meine... Achso, für die es noch nicht wissen, wir leveln jetzt ich hab's geschafft. Ein paar Folgen lang unsere Pokémon und schauen dann, wer halt der bessere Pokémon-Trainer ist am Ende. Bam. Ein Karpador! Ein Karpador kann man immer richtig... Critical Hit! Gehört, ich hab sie One-Hit. Ich hab ge-One-Hitted. Ja, okay. Ah, scheiße. Ich will das mit ihren Pokémon finden. Katie, ein Insider-Tipp. Ja. Bei Karpador kannst du geil leveln, die können nur Platscher machen. Das heißt, ich level jetzt an Karpador. Was ich sagen wollte ist. Das fliegt davon weg! Ah, hier ist ein Pokémon, fliegt weg! Ja, manche Pokémon hauen auch ab. Also, das ist super gut gemacht. Das ist wirklich realistisch. 3D. Pokémon einfach fangen. Der eigene Pokémon-Trainer sein. Ich entwickle jetzt meins zum Smash. Achso, der Fairness halber, ich hatte bei den letzten Gästen die Regel aufgestellt, dass man nicht nur ein Pokémon trainieren soll. Weil ich habe euch ja erzählt, dass es mit den Leveln teilweise ein bisschen buggy ist. Ja. Mhm. Und deswegen am besten so viele Pokémon wie möglich fangen, sodass ihr ein Team voll habt und nicht nur eins, das Level 30 ist, weil dann sieht ihr jedes... Also wenn hier ein Pokémon ist, muss ich meinen Glumanda auf den draufschmeißen, ne? Genau. Ja, mit P. Boah, das rennt aber dann weg. Boah, das noch, das sind zwei, das ist ein Ratzfratz. Aber die könnte ich... Also Ratzfratz, bleib stehen! Manchmal ist das ein richtiger Kampf. Wie lange nehmen wir jetzt diese Folge auf? Wir nehmen 45 Minuten am Stück auf und dann schneiden wir in drei Dinger. Also in 15 Minuten Parts, okay. Ach du Scheiße! Ein Level 5 Mirabla! Das ist so klein! Haben wir! Netball, willst du? Fang mich ein! Boah, das Ratzfratz rennt doch weg! Scheiße, ey! Die sind alle so kleine Pisser, ey. Die haben voll Angst. What? Ey, hau nicht ab! Superball! Mirabla, komm bitte rein! Pokémon wackelt einmal. Zweimal gewackelt der Pokéball. Kev macht schon wieder Party da. Wackelst du noch ein drittes Mal? Komm schon. Bitte. Irgendwie kämpfen die nicht. Wer kämpft nicht? Mein Commander kämpft nicht. Dann musst du ihn richtig draufwerfen. Simon, ich hab Mirabla gefangen. Ein Mirabla. Komm schon, bitte, Taubsi. Ich will dich doch nur fangen. Es ist so schwer, Taubsis mit dem Pokéball zu treffen. Das ist unglaublich schwer. Die in der Luft halt fliegen, ne? Ja, da vorne hängt einer noch. Ist warte, ey, du wirst mich hassen. Ich sehe gerade ein Kokuna. Oh nein, das Ratzfatz ist weg. Ah! Katie rast aus, Das Kokuna läuft auch gerade vor mir weg. Ich versuche jetzt mit dem Hornio das Kokuna kaputt zu machen, weil der hat ja nur Härtner. Komm schon, die Taubsi ist die... Ein Knofenser, ich glaube, ich spinne. Level 2. Swish. Ich kann es nicht treffen. Direct Leader Netball, komm rein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es. Da ist ein Nebulak. Level 9. Schaue ich nicht, ne? Warum ist bei mir Nacht? Bei euch ist auch Ratzfatz. Das war mein Ratzfatz. Ich bin doch was anderes. Bin ich wohl am Arsch der Welt? Denkt ihr, es wäre ihr? Oh Mann, ich finde hier einfach nichts. Also ihr habt Duskballs, das sind ja Nachtbälle. Ihr habt eine viermal so hohe Chance, bei Nacht damit ein Pokémon zu fangen. Ich habe jetzt schon Mirabla, Hornio und Knofenser. Alter, hab ich nur ein Pflanzen. Ey, das Ratzfatz war Level 6. Und ich war Level 5 und der hat mich mit einem Schlag getötet. Und jetzt habe ich... Das ist doch nicht normal. Gibt es eine Möglichkeit, wie man schnell zum Tor-Pokémon-Center kommen kann? Weil ich bin wirklich so weit weg. Nee, ich bin hier. Ey Simon, du musst mir gleich einen Gefallen tun, aber bitte nicht ausrasten, ja? Ja. Ich habe gerade eine Kadabra gefangen. Tausch mit mir das im Tauschanlage zu einem Simsala. Nee. Doch. Ich habe einen Kadabra gefangen, Level 17. Da muss ich erstmal. Doch, bitte tausche es mir, das ist so schön. Ja, dann muss ich erstmal versuchen, selber. Also, du kannst dich auf gleich zu mir porten, ich bin nämlich genau kurz davor.
Wie konnte der Ratzfatz... Ich bin doch schon da. So. Wie konnte das Ratzfatz mich besiegen? Da ist Kev, du hast keinen Skin bei mir. Soll ich dir meine Pokémon zeigen? Ich kann es nicht mit dir tauschen, weil ich, ich habe nur mein Bisasam. Nein, doch, wir tauschen einfach hin und her, komm her. Nee, mein Bisasam tausche ich niemals. Nein, das wir tauschen ja wieder zurück, ich will nur... Nee, das wird nur Liebe verlieren, wenn ich erst einmal tausche. Ey, warte, dann zeige ich dir meine Pokémon. Okay, zeig sie mir. Ich will zeigen, aber hier auf der Lichtung. Okay. Oder wo sind wir da? Zeig mal, welches Level hast du? Aber nicht angreifen. Ha! Nein! Jetzt bist du dran. Boah, okay. Du bist echt unfair. Fadenschuss. Bam. Ist vergiftet? Los! Dir ist schon klar, dass ich ein Level 17. Du bist ein Level über mir. Habe, ne? Oh nein. Waiting? Verfehlt? Komm schon! Fehlende Attacke. Bisasam, komm schon, du musst das schaffen, Bisasam. Du wirst keine Erfahrungspunkte kriegen, dafür sorge ich. Bisasam, du schaffst das. Los! Wenn das Taubs in der Luft ist, wie krieg ich meinen Glumanda da drauf? Scheiße, das wird knapp. Ich muss dem Kev zeigen, wer hier der Babu ist. Komm schon. Oh Mann. Nein! Yes, und Level 7. Ja, Leute, da hat der Kev aber mal gesehen. Ein guter Pokémon-Trainer hat mehr als nur ein Pokémon, junger Mann. Scheiße. Oh, HP plus 2, Attack plus 2. Ja. Und jetzt pass auf. Du Fenster Level 2. Guck mal, wie geil das aussieht. Du Fenster Level 2? Ich würde sagen, das one-hit ich mal schnell. Bam. Ey, Kev, das waren... Aber du zeigst... Was hat Mirapla? Absorb! Ich kann mich healen. Das habe ich gerade gefangen. Absorb. Los, mach Absorb. Der Kev zeigt mir seine Pokémon und ich mach die einfach fest. Nein, Kadabra! Okay, das war mein Ende. Das heißt, Psycho ist sehr effektiv auf Pflanze. Ja, und vor allem, das ist einfach mal 10 Level höher als du. Das hab ich gerade gefangen. Scheiße. Was wählt irgendwas aus? Versuchst du laufen? Was heißt nochmal Wine Whip? Heißt das Rankenhieb, ja? Ja. Wine Whip, zack. Der zerquetscht mich gleich. Was? Ich hab dich nicht getroffen. Oh, gut so. Jetzt Confusion. Komm schon. Nein, ich bin besiegt, aber ich habe dir so viel Pokémon kaputt gemacht, ich bin Level 9. Jetzt will ich aber, dass du mit mir tauschst. Ich will das Simsala auch nicht benutzen. Ihr seid hier voll die kleinen Schummler. Na okay, jetzt tausche ich mit dir, okay. Ich laufe hier immer noch rum. Willst du mit mir tauschen oder willst du mit dem Pokécenter? Ich will das nicht. So, ich heile erst noch meine Pokémon und heile ich du und dann tausche ich mal. Ich tausche, aber was kriege ich dafür, wenn ich tausche? Gib mir mal ein Brot dafür. Kann ich machen, ja. Oder ich schenk dir, mein Knofenser finde ich süß und von Lilo auch geil. Er schenkt dir gar nichts. Ja, stimmt, es geht ja um den guten Pokémon-Trainer. Ich will nur meinen Pokédex voll kriegen. Du musst ja gut, komm. Heilen? Heilen? Ja, das muss ja voll sein, weil. Ach, stimmt, okay. Und ich. Da habe ich dem Kiff aber mal gezeigt, wer hier die Babo-Pokémon hat, ne? Aber er hat leider einen Kadabra, da kann ich nicht so viel gegen machen. Ja, das ist egal, jetzt musst du Rechtsklick machen, ohne Essen. Ohne Essen. So also ein bisschen leere Hand, ne? Und dann kannst du da auf dein Pokémon klicken. Rechtsklick? Ah, so jetzt. Jetzt siehst du, dass ich da mein Kadabra schon reingelegt habe. Okay. Du jetzt auf Ready drücken. Ready. Trade. Okay. So, jetzt können wir wieder zurücktauschen. Ich würde mal sagen, ich habe jetzt ein Level 17er. Simsala. Nein, war Spaß. Das gibst dein Anfangs-Pokémon weg? Was bist du? Nein, würde ich niemals machen. Das war nur Spaß. Was bist du denn für ein Pokémon-Trainer? Ich will mal Bisasam wieder haben. So geil. Akalasim. Und? Hast du jetzt ein schönes Simsala? Ja, aber das tue ich direkt in meine Box, weil ich will nur mal Pokédex kriegen. Das ist ja mein Ziel. Oh, bei mir ist schon wieder der Boden weg. Hilfe! Wo bin ich? Hast du eine Uhr, wie lange wir gerade schon dran sind? Du hast mir kein Brot gegeben. Ja, natürlich. Ich habe die Uhr und wir haben schon eine Folge ungefähr aufgenommen. Ja. Mehr als eine Folge? Schon? Nee, eine ungefähr, aber 45 Minuten am Stück und dann schneiden wir das. Oder willst du das jetzt gerade machen? Nee, wenn wir gerade am Ende der einen Folge wären zum Beispiel, dann würde ich jetzt sowas sagen wie, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Aber wenn wir jetzt schon drüber hinaus sind, dann nicht. Ja, by the way, so wie ihr es gerade sagt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, wenn ihr... Lasst ein Feedback da, wie euch dieser Mod gefällt und zockt es einfach selber. Es macht wirklich mega Spaß. Und das letzte Wort habt ihr. Ja, dann bis zur nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, bis zum nächsten Mal. Und schaut auf jeden Fall bei Kev vorbei. Da gibt es die ganzen Informationen zu ganzen Mods und da gibt es die ganze Serie. Und die erste Folge war einfach nur episch. Die habe ich mir auch reingezogen. Also, bis später.